Wir reißen das mal ab. Ja, und damit herzlich willkommen, ihr Raketen, zu einer weiteren Runde City Skyline. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefällt und ihr den Kanal unterstützen wollt, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo von euch freuen. Und ja, ihr hört, es ist ein bisschen besser geworden, hoffentlich mit dem Sound des Mikrofons. Für die Aufnahmen und eventuell für die Einzelstreams sollte es auch in jedem Fall jetzt besser laufen, wenn das mit den Einstellungen alles so so beibehalten werden kann. Wir gucken mal. Ich bin gespannt. Bleibt dran. Es geht weiter. Wir haben ja das letzte Mal hier die Vorstadt zusammengebastelt, beziehungsweise haben die Verbindung zwischen Vorort und dem Hauptteil der Stadt durch diesen Bereich hier gemacht. Und wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht von hier drüben noch ein bisschen weiter mit rangehen. Also wir werden jetzt hier wir vielleicht noch die ein oder andere Verbindung mit reinziehen. Und da ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir das Stückchen hier abreißen und dann hier quasi mit rübergehen. Gerade mit rübergehen, wenn es denn möglich ist. Denn ihr habt es ja gesehen, ich will ungern diese Lücke lassen. Also wir werden ein bisschen weiter ranbauen. Wir müssen mal gucken, weil dieses Stückchen hier, wenn wir das jetzt hier so ranbasteln, dann mal gucken. Vielleicht gehen wir auch lieber hier drunter durch oder oben drüber. Wir müssen mal gucken, denn ich will das hier so ein bisschen hier drüben mit reinbringen, das Feeling. Wir werden mal gucken, dass wir hier jetzt die ein oder andere Straße mit dran basteln. Ja, vielleicht nicht ganz so, aber für den Bereich hier vereinzelt hier schon mal so ein paar größere Häuser mit reinsetzen können. Ich weiß, das macht sich mal ein bisschen blöd. So, wenn wir das jetzt hier miteinander verbinden. Gerade gehen können. So. Dann können wir eventuell hier noch mal drüber und da noch mal dran. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir haben hier gerade hier die Straßenbahnhaltestelle jetzt verschoben. Nee, ist noch da. Die hat sich. Alles gut. Passt. Sah eben schlimmer aus als gedacht. Und jetzt könnten wir quasi hier schon mal nur vereinzelt, ne? So, hier vereinzelt. Nur mal so ein paar größere Häuser mit ranbringen. Und zwischendrin hier nochmal ein paar kleine mit hinsetzen. Einfach, dass der Übergang hier ein bisschen fließender wird. Wir könnten nachher hier dann noch Parks mit reinsetzen. Da müssen wir dann mal gucken. Aber vor allem hier noch das ein oder andere. Und wir müssen mal gucken, ob wir eventuell dann hier auch noch mit hoch und im inneren Bereich. Also wir haben ja hier jetzt noch die Straße, die werden wir auf jeden Fall noch irgendwie mit dran setzen. Da müssen wir mal kurz, ich muss mir mal Gedanken machen, ob wir die vielleicht einfach auch gerade mit rübernehmen. Und hier so ein bisschen quasi Platz lassen. So, dass wir das dann hier so mit reinziehen, so ein bisschen schräger. Und wir dazwischen noch einen kleinen Park setzen. Also einen kleinen, großen Park. Echt so sogar ein Stückchen besser machen und ihn weiterziehen. So. Ich weiß, es ist jetzt hier nicht unbedingt gerade, es muss auch nicht zwangshaft immer ganz gerade sein, aber man könnte jetzt überlegen, hier zum Beispiel einen größeren Park noch mit dran zu setzen und den Bereich dann noch ein bisschen zu verbinden. Dafür brauchen wir dann natürlich noch die dementsprechenden Wege. Ihr wisst, ich habe mich letztes Jahr so ein bisschen in die Zoo-Wege verliebt. Müssen wir mal kurz gucken, wo die sind.
ganz so fest wie die anderen, aber ich finde, sie sehen halt durch die Bäume halt wesentlich eleganter aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die hier am dümmsten mit reingesetzt kriegen, dass sie nicht ganz so... Ihr wisst, wie ich es meine. So, wir werden mal hier noch kurz die Länge des Weges versuchen selber zu bestimmen und natürlich auch Winkel und Co. So, damit haben wir das jetzt auch schon wieder. Können das jetzt hier wieder anpassen, können das alles wieder aktivieren. Wir brauchen trotzdem noch ein bisschen, ihr seht das selber, wir müssen hier mal kurz gucken, dass wir hier noch ein wenig Gewerbe mit reinbasteln. Ich würde hier ungern schon Tourismus hinsetzen, ich würde gerne den Tourismus eigentlich später mit hinsetzen. Wenn wir auf die andere Seite gehen, aber wir können hier zum Beispiel noch Bürogebäude mit hinsetzen, auch das macht alles ein wenig ja, wohnlicher, beziehungsweise lässt das alles hier ein bisschen miteinander verschwinden. Man könnte im Endeffekt hier auch straßentechnisch überlegen, wenn man quasi einfach hier durchgeht. Wir passen das hier auch nochmal an. So, dadurch fällt natürlich die Linie weg. So, es muss ja nicht zwangshaft immer alles miteinander verbunden sein. Wichtig ist, dass es mit Wegen verbunden ist. Und diese Wege werden wir jetzt auf jeden Fall hier noch mit reinbasteln. Hier einen kurzen Verbindungsweg, damit eventuell auch ganz so schön ist. Ja, ich sehe schon hier der Weg. Den müssen wir auch nochmal neu setzen. So, wir werden das immer alles wegnehmen. Das war jetzt ein bisschen versetzt, weil es nicht mehr ganz gerade ist, aber vielleicht passt das dadurch ein bisschen besser. Ihr seht, das Einzige, was jetzt so ein bisschen nachzieht, ist die Industrie. Das heißt, wir werden hier eventuell noch ein paar Bürogebäude mit hinsetzen. Für den Auswählen. Wir werden hier auch immer mal wieder so ein paar kleine Wohngebäude noch mit hinsetzen. Einfach in die Hose geht. Auch kleine Parks können auch mit dazu gesetzt werden. So, den Rest hier füllen wir mal. So. Und dann werden wir hier noch einen kleinen Park mit dazu setzen. Beziehungsweise ja doch. Ne, passt nicht mit dran, ist der ein bisschen kleiner. Setzen wir den hier mit hin. Und ihr seht, wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen, dadurch, dass hier auch Bürogebäude mit reinziehen, passt das schon ganz gut. Was ich später noch machen will, ist, wenn wir dieses Gebiet hier mit dran gesetzt haben, dieses, eine hochgezogene Straße eventuell noch mit durchlege. So, jetzt geht auf jeden Fall schon mal ja alles gut zurück. Und dadurch, dass das jetzt hier, wir werden mal diese Verbindungsstraße als Einbahnstraße zurückmachen. Denn ansonsten haben wir jetzt hier nämlich Stau. Und das wollen wir nicht. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, wir werden jetzt hier noch so. Und damit verteilt sich das nämlich hoffentlich wieder so ein bisschen auf die einzelnen Straßen, ja, die hier überall mit rausgehen.
Ansonsten fahren die nämlich alle hier hinten lang. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir werden das mal so ein bisschen im Auge behalten. Ne, dadurch, dass das natürlich jetzt hier auch so ein kleines Einkaufsgebiet ist. Wir müssen mal gucken, dass wir hier auch ein bisschen kleine gestalterische Sachen mit reinsetzen. Aber ich glaube, die Felsen hier sind dann doch teilweise ein wenig zu groß, wenn wir die jetzt mit dazwischen setzen wollen. Schaut mal. Dann müssen wir uns eher so ein bisschen um Pflanzen kümmern. Das brauchen wir schon auch. Und Bäume. Ganz viele Bäume. Die Lücken dann hier so ein bisschen schließen. So, und damit verwächst sich das hier schon wieder so ein bisschen. Man könnte natürlich auch so einen kleinen Cut drinnen lassen. Es muss nicht überall verwachsen sein. Wir können auch, wenn es euch besser gefällt, können wir auch ein, zwei Sachen wieder abreißen. Das könnt ihr mir auch einfach mal reinschreiben. Beziehungsweise wir können ja, wenn wir den vor Ort ein bisschen ausbauen oder hier rüber gehen, dann müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht irgendwie nochmal teilweise so einen kleinen Cut lassen oder so. Wichtig ist, dass die, also ich persönlich finde immer, dass es wichtig ist, dass die Bäume halt auch dicht sind, weil diese lückenhaften Bäume, das sieht halt immer aus wie nichts halt, ne? So, aber ihr seht es, also die Industrienachfrage steigt natürlich wirklich riesig. Da können wir teilweise auch gar nicht mithalten. Also eventuell können wir mal gucken, dass wir hier vielleicht auf die Innenseite noch Bürogebäude mit dran setzen, die dementsprechend die Nachfrage nach Industrie so ein bisschen auch eindämmen. Aber hier müssen wir auf jeden Fall, hier werden wir vielleicht jetzt noch kurz... Können wir auch noch ein paar Felsen mit hinsetzen. Die jetzt sind ein bisschen zu groß. Die auch. Ja, werden wir mal ein paar von den alten oder von den neuen nehmen. Müssen wir mal gucken hier, wie es mit dem hier so aussieht. Ah, nee, das passt hier nicht. Wir können aber hier vielleicht auch noch mal ein paar Bürogebäude hinsetzen. Und dann machen wir den Streifen hier einfach grün und packen da dann später Bäume ran. Aber das kann ich dann auch mal offstream machen. Ja, aber prinzipiell, glaube ich, verwechselt sich das jetzt hier schon ganz gut. Ja. Da bin ich eigentlich ganz froh. Wir haben jetzt hier... Wir haben das letzte Mal auch schon vernünftig Buslinien nachgezogen. Im Endeffekt geht es darum, jetzt erstmal um die 70.000 Einwohner zu kriegen, damit wir ein neues Feld kriegen, damit wir den Flughafen mit dazu bekommen. Und vielleicht können wir hier hinten auch einfach, wir haben ja mehrere Möglichkeiten, wir haben ja, was den Spezialisierungsbereich hier angeht, wir können ja auch sagen, wir machen hier Freizeitspezialisierung oder nochmal lokale Bioläden. Tourismus würde ich, wie gesagt, ganz gerne machen. Das würde ich dann noch anpassen. Aber wir können ansonsten hier vielleicht auch mal überlegen, ob wir ja so ein kleines Freizeitviertel mit dazu bauen, weil wir haben ja erstmal nur eins hier drüben. Und ja, wir brauchen natürlich auch mal ein bisschen mehr Tourismus. Und da können wir eigentlich auch mal anfangen, schon die ersten Malls und den Hypermarkt vielleicht zu setzen. Und dann können wir den ja mal so mit ransetzen. Das ist ja sowieso schon in so einer kleinen... Ja, Einkaufsstraße steht, damit belästigt er die Leute auch nicht so, was den Lärmpegel angeht. Ich glaube generell die Stromanbindung hier können wir uns jetzt so sparen. Mal drauf gucken. Ja, durch die Verbindung da drüben liegt das schon ganz gut und da läuft das, bin ich mir ganz sicher.
Und wir können auch mal gucken, ob wir irgendwas mit dazu basteln. Vielleicht einen kleinen Golfplatz hier draußen. Mal gucken, ob der hier irgendwie mit reinpasst. Ort ist bereits belegt, dass wir den vielleicht hier mit hinsetzen. Es gibt auf jeden Fall viele schöne Sachen, die man so langsam auch mit einbauen lassen kann. Und es gibt natürlich auch schöne Gebäude. Und ich überlege tatsächlich, ob wir den Beobachtungsturm jetzt mal nehmen und den hier hinten in die Meteoritengeschichte reinstellen. Einfach wir reißen das mal ab. Und damit haben wir einen schönen Überblick über die Stadt und haben auch mal ein höheres Gebäude, was sich halt auch lohnt. Und können dafür dann eventuell den Meteoriteneinschlag, wenn wir dann wissen, wo er ist, vielleicht eher mit nach draußen bauen. Hier oben mit dran setzen. Gefällt zu steil. Passen wir das hier mal ganz kurz. Wir passen das nur minimal an. Terraforming technisch. Mal so ein bisschen. Einfach nur, dass es hier oben erstmal mit ranpasst. Wir müssen uns ja sowieso noch vernünftig mal hier oben drum kümmern. Gefällt das schnell. Okay, wir müssen es immer noch ein bisschen breiter machen. Jetzt dürfte das eigentlich nicht mehr der Fall sein. Und mit dem Observatorium haben wir auch hier dann wieder einen schönen Blick über die Stadt. Kann man das vielleicht auf die andere Seite machen, dass der Blick eher nach da geht? Belegt. Das mal anders. So. Setzen auf die andere Seite. Jetzt haben wir das da schön umsonst hochgehoben. Dann setzen wir trotzdem nochmal das Windrad hier oben mit hin. Und dann lassen wir das einfach, dann setzen wir hier schon mal einen Zaun mit davor. Zum Naturschutzgebiet Zaun, dass hier keiner runterfällt. Schließen wir jetzt erstmal hier mit an und dann kann man später immer noch alles weitere gucken, wie man das alles mit einfließen lässt. Das Einzige, wo wir jetzt nochmal Strom brauchen, ist tatsächlich auf dem Stückchen hier. Wir ziehen das jetzt hier nochmal ganz kurz an, damit der Hauptbahnhof auch Strom kriegt. Und ja, dann sind wir eigentlich schon fast fertig, aber jetzt kriegt der hier natürlich keinen Strom. Das ist ein bisschen semi-optimal. Ich überlege gerade, was man hier noch alles mit dran bauen kann. Na doch, kriegt er ja. Schaut mal hier, er kriegt ja Strom. Also ich frage mich, warum dieses Gebäude keinen Strom kriegen sollte. Weil er sitzt ja mit dran. Also die... Verstehe ich zwar gerade nicht, warum dem so ist. Selbst wenn wir das jetzt so machen, müsste er Strom kriegen. Also es ist komisch. Schaut mal, bei dir ist ja gegeben. Deswegen wundert mich das. Wenn wir das jetzt wieder wegreißen hier, vielleicht nur den kurzen Anstöpsel gebraucht. Wir beobachten das mal und schauen mal, was im nächsten Let's Play bei rauskommt. Wir werden jetzt hier noch ein Kraftwerk mit dazu basteln. Geothermie-Kraftwerk. Dann aufhören zu Solarstrom. Natürlich nicht.
setzen einfach ein Atomkraftwerk hier hinten mit rein. Bups. Und dann sollten wir erstmal stromtechnisch auf jeden Fall vorgesorgt haben. Und tatsächlich hat er schon wieder keinen Strom. Da müssen wir uns mal mit einem den Turm verbinden. So minimal. Aber es ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Geschichte, dass wir hier einen Strommast hinbauen. Aber gut. Wenn es erstmal so sein soll, soll es erstmal so sein. Hier müssen wir gucken. Aber ich glaube, das geht langsam wieder mit den Pumpen. Hier wird sich beklagt. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Okay, wir brauchen gebildete Arbeiter. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal uns ein bisschen mehr nochmal um die Schule kümmern. Um den Bereich der Oberschule. Ja, ihr seht's, hier ist ganz, ganz viel. Wir werden mal vielleicht hier zwischen noch eine mit hinsetzen. Irgendwo hier. Dass die Leute auf jeden Fall hier erstmal mit rankommen. Ihr seht, wir haben einfach zu wenig. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Im Endeffekt, ja, war es das jetzt hier erstmal wieder. Wir haben ein bisschen was vermischt heute. Das hat ganz gut gepasst. Wie gesagt, das wichtigste Ziel ist jetzt erstmal die 70.000er Marke, damit wir ein neues Feld mit dazu bringen können und vor allen Dingen, damit wir halt den Flughafen mit dazu bauen können. Das ist das nächste Ziel. Ja, und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ihr könnt ja mal ein Feedback da lassen, wie das jetzt mit dem Stimmsound so ist, ob das so passt mit dem Mikro. Und ja, ansonsten wünsche ich euch ein paar schöne Tage und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Geht da steil, bleibt da geil. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssi.